Sie sehen den Jagdpanzer 38T Hetzer. Der wirkungsvolle 75 mm Panzerabwehrkanonen 40 zu schwer für den Mannschaftszug und damit auf dem Gefechtsfeld zu unbeweglich waren, wurden diese Kanonen letztendlich auf Panzerfahrgestelle montiert. Die so entstandenen und sehr erfolgreichen Panzerabwehrkanonen, Selbstfahrerfetten, wurden im Sommer 1944 durch eine effektive Neukonstruktion abgelöst. Das Produkt hieraus war der Jagdpanzer Hetzer. Der Jagdpanzer Hetzer hat ein Gefechtsgewicht von 16 Tonnen, ist bewaffnet mit einer 75 mm Kanone, ausgestattet mit einem 160 PS starken Prager Motor, bringt eine Geschwindigkeit von 42 km/h auf die Straße und hatte damals eine Besatzung von 4 Soldaten. Jagdpanzer Hetzer wurden bis Kriegsende ca. 2600 Exemplare produziert. Nach dem Krieg wurde der Hetzer sowohl in Streitkräften der Tschechoslowakei als auch der Schweizer Armee weiterverwendet. Der Hetzer war als Neukonstruktion ein reiner Jagdpanzer. Als solcher waren seine Hauptaufgaben der Angriff gegnerischer Panzer zusammen mit den Panzerabwehrkräften des Heeres abzuwehren. Sein Einsatz sollte flankierend zu den in der Abwehr eingesetzten Truppen erfolgen. Seine niedrige Silhouette sowie sein günstiges Leistungsgewicht kamen seiner bevorzugten Kampftechnik entgegen. Er lauerte getarnt feindlichen Panzern auf, eröffnete dann überrascht das Feuer und zog sich zurück, sobald das Abwehrfeuer zu stark wurde, um erneut getarnt in Lauerstellung zu gehen. Zur Geschichte des Fahrzeugs. Beginn der Fertigung noch zu Kriegszeiten. Keine abschließende Fertigstellung, das erfolgte erst im Jahre 1946 bei der Firma Skoda in Königgrätz. Danach wurde der Hetzer durch die Schweiz aufgekauft. Dort wurde er zum G310 umgebaut, das heißt, sein Benzinmotor kam raus, kam Dieselmotor rein und er war in einer Panzerjägerkompanie der Schweizer Streitkräfte bis 1971 noch im Einsatz. Danach kam er als Freundschaftsgeschenk an die Bundesrepublik Deutschland zurück und ist seitdem im Bestand der Leersammlung. 1982 wurde der Hetzer durch unsere Panzerwerkstatt hier am Standort in den ursprünglichen Zustand technisch zurückversetzt. Also funktioniert nicht. Ja, Jagdpanzer 38 Hetzer bestieg an dieser Stelle die Vorführung von deutschen Fahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Folgenden wollen wir uns nun mit Panzern aus der Geschichte unserer Bundeswehr beschäftigen. Um dabei der Kassation des Gefechts der verbotenen Waffen auch weiterhin zu folgen, beginnen wir, sobald der Hetzer auf seinem Platz steht, mit einem Panzer aus den Kräften, der für die notwendige Aufklärung auf dem Gefechtsfeld zuständig war.